ich halte den Taktiker-Fußball-Kongress für eine hervorragende Idee und nahezu perfekt in der Umsetzung. Der ganze Rahmen stimmt und das Wichtigste ist tatsächlich dieses Motto von Trainern für Trainer. Wir haben ja einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Trainer, die hier sitzen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Aber wir haben heute auch von den Profis gelernt, von den Profitrainern, man ist eigentlich nie fertig als Trainer. Das heißt, man muss sich immer weiterbilden in den verschiedenen Bereichen und es gibt nicht diesen einen Trainertyp, den man wie eine Schablone über sich legt. Es gibt unterschiedliche Fähigkeiten und die muss man ausprägen und anderes, was man vielleicht nicht so hat, muss man sich erstmal aneignen. Insofern ist das heute wirklich eine tolle Möglichkeit, um anderen über die Schulter zu schauen und am Ende ein bisschen schlauer zu sein und seinen Job noch besser machen zu können. Ich kann jedem nur raten, daran teilzunehmen hier an diesem Kongress, denn interessant ist einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Wir sind ja viele verschiedene Fachleute, die im Profisport verschiedene Dinge transportieren und da kann man nur lernen und von daher ist meine Motivation gewesen, hier daran teilzunehmen. Ja, wir haben in den letzten Wochen natürlich am Limit gearbeitet, insbesondere mit unserem Team. Wir sind ja ein relativ kleines Start-up. Wir haben jetzt auch bewusst die Deutsche Sporthochschule Köln ausgewählt, weil wir sagen, wir sind selber an der Sporthochschule groß geworden und auch die Hörsaalatmosphäre hat für uns einen ganz besonderen Charme, weil es einfach was anderes ist, als wenn wir in irgendeiner Event-Location sind oder irgendwo auf dem Fußballplatz, sondern wir wollten dahin, wo nochmal ehrlicher Fußball ist und das ist bei uns im Hörsaal.